Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Und ihr hört es vielleicht schon, die Musik ist anders. Denn ich habe wieder eine Mod installiert und wir spielen einfach mal. Ah, die sind gar nicht alle anders? Okay. Dann suchen wir mal kurz aus. Also es gibt Lance, Anna, Matt und Natalie, wie es aussieht. Okay, wer sieht da am coolsten davon aus? Matt sieht schön böse aus. Komm, wir spielen Matt. Und wer den Namen vielleicht schon kennt, der hat gemerkt, dass es Epic Battle Fantasy. Die ganze Musik ist verändert worden, die ganze Umgebung hier ist verändert worden und anscheinend startet Matt. Wie ist der Matt? mit einem Schwert und einer Katze. Oh, die ist süß. Das ist der Dark Bum, oder? Sieht so aus. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, es ist der Dark Bum. Wir haben. Ah, okay, das ist das Buch auf Belial, was wir da haben, da oben links. Was auch immer das darstellen soll. Und ein Pilz, der Fireweight abmacht. So wie ich das sehe. Ja. Okay. Ja, ist halt die Epic Battle Fantasy Mod. Irgendwie die vierte Version davon. Davor gab es halt auch schon welche. Oh, ja, das ist tatsächlich einer. Okay. Davor gab es auch schon Epic Battle Fantasy Mods. Halt drei Versionen auch schon davor. Aber da hat sich das ganze Raumdesign noch nicht geändert. Und deswegen habe ich das erst jetzt mir mal geschnappt. Weil so sieht das schon ganz schön cool aus. Und die Musik ist auch cool. Die war vorher auch noch nicht. Und hier, wenn ich Start drücke, habe ich schon gesehen. Dann stehen da an den Seiten so alles mögliche komisches Zeug. Das ist Pandoras Box. Die Effekte von Pandoras Box sind da aufgelistet. Ob das jetzt nötig tut, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich finde. Oh Gott. Das sieht alles schon recht hübsch aus. Die Steine sehen vielleicht ein bisschen komisch aus und auch die Wände und alles. Aber vielleicht gehört das ja zum Stil von. Oh Gott. Epic Battle. Wie hieß das? Epic Battle Fantasy dazu. Ich muss zugeben, ich habe das Spiel nie gespielt. Also ich kenne es nicht. Ich habe es in meiner Steam-Bibliothek, aber ich weiß überhaupt nichts über das Spiel. Aber. Sieht ja alles erstmal nett aus. Ich könnte das Spiel auch wirklich mal spielen. Naja, auf jeden Fall sind wir dann anscheinend jetzt OP, weil wir halt schon in der ersten Ebene gleich dieses Schwert bekommen haben. Aber das macht ja nichts. Dafür ist die Musik toll. Ich weiß gar nicht, was das. Wahrscheinlich ist das sowas ähnliches wie Final Fantasy, oder? Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So. Halt auch so rundenbasierend oder sowas. Oh, der Effekt sieht auch cool aus. Yay. Bin ich mal gespannt, ob noch irgendwelche Monster oder so anders sind. Weil anscheinend sind ja einige Items zumindest anders. Und Charaktere wurden ja auch geändert und wir machen ganz schön viel Schaden. Kriegen sogar noch ein All-Stats ab, das ist gut. Oh, ach, eine neue Musik beim Boss, wenn man den besiegt. Okay, ist auch cool. Gefällt mir bis jetzt. Gefällt mir richtig gut eigentlich. Ach, guck mal, da ist ein blauer Stein. Da ist extra so ein X drauf. Okay, hier erkennt man das wenigstens. Nicht so wie bei der Mario-Mod. Wir nehmen noch den Schlüssel mit. Das nehmen wir auch mit. Wir nehmen einfach alles mit. Und wir können theoretisch sogar Sachen freischalten. Heißt also, wenn wir irgendwie. Oh, die Musik hier drin ist voll cool. Wenn wir den Gottheit finden, dann wird er sogar auch erscheinen. Denn seit neuestem machen Mods ja nicht mehr, dass man Sachen nicht freischaltet. Oh. Greenwood Village. Okay, wenn ich jetzt die Musik so höre, dann sollte man das Spiel vielleicht wirklich mal spielen. Wenn die Musik schon so awesome ist. Okay, jetzt habe ich. Hä? Eben hatte ich keinen Sound. Paralyse? Hä, einige Soundeffekte fehlen. Okay, das ist strange, egal. Aber jetzt, wo man halt diesen Sound hier hört, von dem Spiel, kriegt man schon Lust auf das Spiel. Ich frage mich nicht, ob das auch so pixelig ist. Oder ob das jetzt nur so pixelig ist wegen Isaac halt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es in Steam habe. Ich kann das ja auf jeden Fall mal anspielen. Ja, geil. Ja, die Mod. Die Mod wird auch noch weiter entwickelt. Kommen immer wieder neue Sachen dazu. Ich meine, es ist jetzt auch schon die vierte Version, also der ist da richtig mit Leidenschaft hinter. Der Modder. Und.
Ah, cool. Guck mal, die Statue, die sieht auch anders aus. Das ist ja sau nice. Heads up, noch eine Heads up. Ah, eigentlich wäre die gut, aber wir wollen halt auf Angel Deals gehen. Aber wie cool der aussieht. Ich mag das. Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr dieses Spiel kennt, also Epic Battle Fantasy. Ich muss das immer wieder ablesen. Denn... Und ob sich das lohnt, das zu spielen. Aber wie gesagt, wie ich das hier gerade sehe, lohnt sich das schon irgendwie. So, ist die Frage, wollen wir jetzt das mit... Wir haben eigentlich genug Leben und wir haben auch genug Schaden, dass wir nicht so viele Leben verlieren sollten. Wir nehmen unseren Schaden ab mit. Ist vielleicht cooler. Dann besiegen wir alle Bosse One-Hit. So. Da kommen wir nicht ran. In die Arcade könnten wir rein, bringt uns aber nichts. Ah, wie episch ist denn bitte die Musik? Ich kenne sie nicht, aber sie ist trotzdem cool. Hat was Pfiffiges, ich mag das. Na gut, dann gehen wir... Ne, warte, wir sollten noch nach... Ah, wir haben keine Bomben. Sonst hätten wir nach einem Geheimraum suchen sollen. Vielleicht kriegen wir hier eine Bombe. Hier kriegen wir tatsächlich eine Bombe. So, da war meine Oma sogar kurz reingekommen. Oma. Meine Oma hatte ich noch nie in meinem Zimmer. Also auf jeden Fall nicht, wenn ich aufgenommen habe. Und dann hat sie sich gefragt, was ich hier mache. Und dann musste ich ihr erklären, was Let's Plays sind und wo ich das hochlade. Und dann hat sie das alles gar nicht verstanden. Wie sich das Leute angucken können, verstehe ich auch nicht. Aber ich gucke ja auch Let's Plays. Ist halt eine andere Generation. Auf jeden Fall geht's jetzt einfach mal weiter. Ich mag die Musik hier immer noch. Das war gerade richtig komisch. Hä? Wir müssen wissen, meine Oma wohnt halt einfach nur nebenan. Meine Eltern sind gerade nicht da. Und ja, deswegen wollte sie sich halt mal erkundigen, wie es mir geht. Nett, oder? Naja. Egal. Das war schon witzig. Ja, ich spiele da so Spiele und rede dazu und das gucken sich dann Leute an. Und sie, hä? Was? Und was machst du dann damit? Ist das ein spezielles Programm? Hä? Hm? Ja. Okay, jetzt bin ich auch wieder voll raus. Keine Ahnung. Wir spielen einfach mal weiter diese Ebene. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Irgendwie Kristalle. Ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, wie die Crystal Caves, ja. Nett. Kristallene Caves. Was heißt denn Caves? Kristallene. Oh, okay, nehmen wir mit. Wo wir sie bebieten, dann kriegen wir nämlich noch eine viel höhere Chance auf dem Angel Deal. Nämlich um genau 15% geht das dann höher. Da können wir nicht rein, beziehungsweise bringt uns das auch nichts. Wir haben gar kein Geld. Wir haben auch keine Schlüssel mehr. Das heißt, wir können da gar nicht rein. Aber hier können wir rein. Lohnt sich aber nicht. Ist ja denn, da sind Schlüssel drin, aber... Brauchen wir erstmal nicht. Was ist dieser rote? Ah, der rote ist wahrscheinlich mit einer Bombe drin. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Unser Buch ist wieder voll, beziehungsweise was auch immer das ist. Auf jeden Fall sieht der Effekt mega aus. Mega. Und wir dürfen jetzt nicht getroffen werden. Danke. Damit wir ein Angel Deal bekommen. Perfekt. Kriegen noch Little Chat. Und nur 3 blaue Herzen. Wie sieht der denn aus? Egal, wir töten ihn kurz. Natürlich, damit wir unser Schlüsselteil bekommen. Ah, oh, nee. Wieso tust du mir weh? Das reimt sich. Oh, nee. Warum tust du mir weh? So. Kriegen sogar eine Bombe. Sehr schön. Okay, da sind Bomben drin gewesen. Also das war so ein roter Stein. Warum war da eine Bombe drin? Okay, interessant, interessant. Okay, ja. Mh.
Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Naja, gut. Nee, gut, nee, gut. Also, rote Steine aufspringen, aber in der nächsten Ebene sieht es eh wieder anders aus. Die Ebenen sind nur bis The Warmth, glaube ich, verändert worden. Stand, glaube ich, so da drin. Er wollte aber auch noch mehr machen. Nochmal Crystal. Crystal Catacombs diesmal. Okay, cool. Heißt also, die Warmth sehen wir wieder normal und ja, die Kathedrale haben wir ja sowieso schon verändert. Mit einem anderen Mod, eigentlich. Mit der Kathedrale, mit dem Kathedralen-Mod. Also bin ich mal gespannt, wie weit das hier geht und wie vor allem die nächste Ebene noch aussieht. Eine Ebene haben wir ja noch vor uns, glaube ich. Obwohl, Katakomben? Doch, ja. Ja. Sind ja quasi nur die Ke. Ne, warte, Caves. Katakomben 2? Hä? Ach, Caves und Katakomben sind dasselbe. Ah, okay, ja, gut. Das hätte man auch wissen können. So, was gibt's sonst zu erzählen? Mein RAM ist heute angekommen. Aber er bringt mir nichts, weil er nicht kompatibel ist mit dem Zeug, das ich habe. Cool, oder? Eigentlich sollte das kompatibel sein. Ich habe sogar überall nachgefragt, ob das geht, aber irgendwie doch nicht. Jetzt darf ich den wieder zurückschicken. Deswegen kommt die Folge jetzt auch wieder so spät. Ja, ich habe immer coole Ausreden, weil ich Probleme mit dem RAM halt hatte. Ich wollte den unbedingt einbauen, aber mein PC hat nicht gestartet, sobald ich ihn eingebaut habe, weil die halt nicht kompatibel miteinander waren. Und dann war ich sauer. Und dann war ich nicht mehr sauer. Und jetzt habe ich aufgenommen. Super, oder? Ich habe da locker 3 Stunden rumprobiert, dass das irgendwann mal geht, aber nichts ging. Ach ja. So. Genau. Was hast du für uns? Hallo. Gib mir das. Gib mir das Headless Baby. Ist gar keine andere. Doch. Nee, kein anderer Sound da drin. Okay. Aber hübsche Pilze auf jeden Fall. Was? Hä? Ach so, das sind überall. Ah, das sind überall Schluchten. Die erkennt man ja überhaupt nicht bei diesem komischen Boden. Wow. Okay. Was auch immer. So. Was suche ich eigentlich noch? Ich suche auf jeden Fall noch den Geheimraum. 6 Bomben, ja. Dann werden wir auf jeden Fall nach einem Geheimraum suchen. So, sehr schön. Nimm mal mit. Gib uns ein blaues Herz. Vielen Dank. Und den Boss haben wir auch noch nicht. Au. Okay, Geheimraum könnte hier sein. Dann kriegen wir sogar noch die Pille. Danke. Health down. Paralyse ist natürlich viel besser als Health down. Schauen wir da noch. Auch nicht. Wo kann der sonst noch sein? Da oben haben wir geguckt. Da unten kann er sein. Keine Ahnung. Nee, geh. Na, oh. Bitte nicht wehtun. Ich bin doch nur ein kleiner Matt. Matt. Ich bin Mattwurst. Au. Oder Zwiebelmatt oder sowas. Wow. Gut, der gibt uns nichts. Wir müssen allerdings trotzdem noch nach einem Geheimraum suchen. Den Wild möchte ich jetzt schon noch haben. Oder haben wir den schon? Nee, dann wird er wahrscheinlich irgendwo da oben sein. Wow. Aber da kann er nicht sein. Hä? Okay. Geheimraum, wo bist du? Melde dich, Geheimraum. Ich vermisse dich. Oh, die Maske. Okay. Da kann er nicht sein. Das heißt, er müsste dann quasi hier sein. Auch nicht. Oh, wow. Okay, das sieht interessant aus. Der Fug. Okay. Geheimraum. Keine Ahnung, wo der sein könnte. Da oben habe ich geguckt. Da rechts habe ich geguckt. Da links auch. Ne, keine Ahnung. Na gut, wir gehen einfach mal zum Boss Dark One. Setzen natürlich wieder unser Schwert ein. Und der schießt immer nach oben, wenn ich das Buch einsetze. Das finde ich irgendwie doof. Schon wieder. Ach ja, naja, solange wir einen Angel Deal bekommen, ist alles gut, wollte ich sagen. Gut, dass wir kein Damage brauchen mit dem Schwert. So, lassen wir den halt auch aus. Wir haben schon unser Woe the Rebreather, dadurch ist die Chance schon höher. Und trotz. Und wir haben sogar den Schlüssel. Oh, Greybone.
Das verleiht dem Spiel so einen richtig anderen Touch. Das finde ich richtig cool. Jetzt sieht das alles so richtig comicartig aus. So richtig Oldschool-Spielmäßig. Voll cool. Ach doch, das gefällt mir. So, dankeschön. Das haben wir hier. Nichts Wichtiges. Warum auch immer die Musik so richtig freudig wird, sobald man in den Challenge-Raum geht. Und ab und zu fehlen die Sounds. Wahrscheinlich, weil die Musik zu viele Sounds hat. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich hasse es, mit dem Controller und dann ein Messer zu haben. Ist echt, das ist grausig. Grausig, ich sag's euch. So. Paralyse. Was haben wir hier? Die Bohne. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Witzig. Okay, gibt uns halt nix. Blöd, mein Darkbam. Sehr cool. Pam, pam. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, welche Mod ihr bisher am besten fandet. Ich habe ja schon einige vorgestellt. Oh Gott. Oh Gott. Bitte stirb schnell. Bitte stirb schnell. Bitte stirb richtig schnell. Und tot. Gut, Engelraum. Also ob Mario Mod oder diese Mod jetzt hier. Epic Battle Fantasy oder... Welche habe ich sonst? Wieso kriegen wir nur so einen Müll? Manu, ey. Welche habe ich denn noch vorgestellt? Ich habe noch mehr vorgestellt. Aber das weiß ich. So. Die Zelda-Mod hatte ich auch noch vorgestellt, zum Beispiel. Oder... Da gab es noch was. Ja, welche Mod ihr davon am besten fandet auf jeden Fall. Wenn ihr eine Mod richtig gut fand, dann solltet ihr die auch noch im Kopf behalten haben. So, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Also ich fand die Legend of Zelda natürlich am besten. Aber an sich sind die ganzen Mods cool. Alles, was irgendwie das Spiel vom Aussehen her von Grund auf verändert, finde ich sehr geil. Da auch immer, ich habe voll den Respekt vor den ganzen Mod-Erstellern, die das machen. Und bei dieser Mod... Ist noch was dabei. Da ist nämlich, da sind neue Challenges dabei. Neue Challenges, die können wir uns eigentlich auch mal anschauen. Je nachdem, wie lange jetzt dieser Part geht, könnten wir sogar noch eine Challenge machen. Der Mod-Ersteller meinte halt, dass die Challenges nicht wirklich challenging sind. Also die sind nicht wirklich herausfordernd, aber dafür sollen die umso mehr Spaß machen. Also irgendwelche coolen... Hilfe. Irgendwelche coolen, wie heißen die? Synergien hat er da zusammengepackt. Könnte man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Auch außerhalb, eigentlich auch außerhalb dieser Mod-Vorstellung jetzt quasi. Könnte man die sich auch mal angucken. Einfach mal so ein paar witzige, okay. Einfach mal so ein paar witzige, Synergien. Hätte auch was, oder? Ja. Könnte man machen. So. Boah, wie schnell der einfach schießt. Ist klar. Kann man diese großen Steine eigentlich auch kaputt bomben? Die kommen mir schon arg groß vor. Da einfach mit so einer kleinen Pipi-Bombe irgendwas machen? Ich weiß ja nicht. Guck mal, wie groß die sind. Naja. Was können wir hier? Tour of Clubs. Können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Und wir haben lang keinen X-Stein mehr gefunden, wollte ich gerade sagen. Und dann finden wir einen. Ach Gott. Wow, wow. Da rast jemand in meiner Straße. Hello, Buddy. Die rote Version. Okay, sehr cool. Sollte sehr schnell sterben. Ja, stampf halt einmal. Wenn du da glücklich bist. Yep. Wir kriegen einen Engelsraum und den Boss war tatsächlich auch. Müssen wir erst hier reinschauen. Wieso kriegen wir denn nur so einen Müll? Ich verstehe das nicht.
Können wir bitte ein Item bekommen? Statt immer nur blaue Herzen? Oder liegt das daran, dass ich jetzt einen Mod installiert habe? Das wäre ja doch schöner. So. So, vielleicht kriegen wir im Bossrush irgendwas Gutes. Was ist das denn? Guardian Angel. Guardian Angel sieht auch anders aus, oder? Der sieht sonst doch nicht so aus. Warte, wir könnten versuchen, das Ding hier aufzusprengen. Ah, wäre da ein Gegner drin, dann hätte man nämlich nur den besiegen müssen und hätte dann hier rausgekonnt. Er kann noch mal kurz die ganzen Herzchen einsammeln. Da, bitteschön. Komm her. Kätzchen, komm her. Sehr gut. Gut, dann gehen wir einfach in die nächste Ebene. Ich beeile mich ein bisschen, weil wir halt voll OP sind und weil ich eventuell noch eine Challenge vorstellen möchte. Falls ihr euch jetzt wundert. So. Aber die kann ich auch eigentlich im nächsten Part vorstellen. Boah. Warte, warum haben wir... Ne, wir haben ganzes Leben verloren. Warum haben wir eben so komisch geleuchtet? Haben wir Krebs oder sowas eingesammelt? Ne, eigentlich nicht. Okay, keine Ahnung. Ach ja, jetzt ist... Oh, die Mod ist vorbei. Nein. Jetzt ist wieder alles normal. Nur das Schwert sieht noch anders aus und die Katze. Und das hier sieht auch noch gleich aus wie vorher. Okay. Und die Musik ist weg. Oh Mann, jetzt vermisse ich schon die Musik. Die Musik war wirklich cool. Au. Au, 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 au. Das tut doch weh. Wieso tut ihr mir alle weh? Guck, jetzt kann ich schon nicht mehr gut spielen. Dieses HP haben wir eigentlich schon gehabt. Wieso kriegen wir das nochmal? Zweimal dasselbe Item. Unfair. Ich will lieber Godhead haben. So, hallo. Oh Gott. Oh, Samsons Glocke. Lieber nicht. Wir haben eh schon genug Schaden. Und ich will immer noch einen Angel Deal. Aber einen guten diesmal. Und nicht nur immer diese, wo blaue Herzen drin sind. Beziehungsweise heiligen Herzen, wie beim letzten. Ist mir egal, ich habe eh genug Leben und kriege auch immer wieder welche dazu. Oder eine blaue Spinne. Ist auch gut. Hallo. Oh nee. Oh nee, warum... Oh Gott. In so einem Raum nicht fliegen können, ist echt... Echt der Tod. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier... So, da noch ein Herzchen für dich. Gut, dass wir noch ein zweites Leben haben, wo auch immer wir das jetzt her haben. Achso, durch der Enk? Ach, der Enk ist gar kein Trinket. Das ist ein echtes Item. Das ist gar nicht Bogen-Enk. Bogen-Enk ist ja, glaube ich, nur ein Trinket. Turfharz ist auch gut. Vor allem, weil wir gerade so viele Leben verlieren. So. Okay. Wieso haben wir Amnesia? Wo ist der Boss? Hier scheinbar nicht. Oh Gott, das war so klar. Nein, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt gelandet? Oh nein. Hä? Hat die uns echt wieder in den Anfangsraum zurückteleportet? Ist das ihr Ernst? Boah, Mutti, das kannst du nicht machen. Meins. Ach. Ah, jetzt spiele ich wieder schlecht. Warum? Jedes Mal. Schade, dass der Schlüssel eigentlich nicht angreift. Wenn der Schlüssel angreifen könnte, das wäre viel witziger. So, diesmal nicht. Diesmal weiß ich, dass mehrere von dir kommen. Haha. Hey, aber mal ehrlich, wo ist denn jetzt der Boss? Okay, hier oben rechts waren wir noch nicht. Ach, da ist er ja. Hab ihn gefunden. Alles gut. So. Du auch noch. Komm her. Ihr wollt euch mit mir anlegen? Ich bin Matt. Keiner kann sich mit Matt anlegen. Wer sich mit Matt anlegt, ist selber schuld. Und wir kriegen Mr. Fried.
der zum Glück bei den letzten Malen immer nicht gekommen ist. Denn sonst hätten wir ja kein Super Bandage Gun und so herstellen können. Bin ich Ihnen sehr dankbar für. Voll von Final Fantasy geklaut. Na, Gotthead, warum nicht? So meint. Hallo, Doll. So, ich glaube, jetzt können wir auch gar keine Angel Deals mehr bekommen. Oder? Nee, können wir nicht. Das war der letzte Angel Deal, den wir bekommen hätten tun. Schade eigentlich. Wow. Wow. Ja, gut. Dann anscheinend wieder nichts freigeschalten, aber das ist ja auch zweitrangig. Den erstrangig. Hä? Ach, die Musik war eben wieder da. Ah, wenn wir einen Boss besiegen oder so, dann ist sie also wieder da. Okay. Abgestochen. Fiese abgestochen. So. Was ist denn, wenn wir in den Würfelraum gehen? Da könnte ja vielleicht eine 6 sein, die dann unsere ganzen Items rerollt. Und dann kriegen wir vielleicht den Godhead oder so. Ist der Godhead echt so selten, dass man den nie bekommt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hilfe, wir stehen schon drin und haben keine Leben verloren. Okay. So. Ach, wir müssen sowieso da oben hin. Ach, da ist der Boss schon. Okay. Es ist die 4. Und was macht die 4? Was steht denn da? Oh, das kann man ja gar nicht lesen. Rewalds. Ne, warte, 4? Was soll denn die. Hä? Die sind nicht mal in der Reihenfolge. Rewalds. Hä? Toll, jetzt ist da Blut drüber. Kann man nicht lesen. Hä? Die 4? Floor-Items. Rewards Floor-Items. Okay, können wir mal machen. Kriegen Mr. Mega. Ist auf jeden Fall besser als blödes Bob's Brain. Mr. Mega. Okay, Fliege. Warte, Tour of Hearts können wir mal einsetzen. The Devil nehmen wir mit. So, der explodiert, richtig. Au, au. Oh mein Gott. Bitte lass mich leben. Und, wieso sehen wir den Geheimraum? Hä? Was haben wir denn gemacht? Haben wir irgendwas eingesammelt, wovon ich wieder nichts weiß? Ach, wir haben the Mind. Ach so. Okay, ja, dann gehen wir natürlich noch in den Geheimraum rein. Wir haben The Mind gefunden. Stimmt. The Mind hat ja einfach den Effekt von den ganzen anderen Dingern. Also die Map, die Blue Map und den Kompass. Was kriegen wir hier? Eine Pille. Eva Schlechtes, genau. Na gut, dann können wir Richtung Boss gehen. Beziehungsweise davor noch kurz in den Supergeheimraum gehen. In dem eh nur rote Herzen drin sein werden. Oder auch nicht. In den eh nur eine super Treubombe drin sein wird. Deswegen lohnt sich das auch nicht, nach einem super Geheimraum zu suchen. Da kann eigentlich überhaupt nichts Gutes drin sein. Nicht mal ein Item oder so. Und da ist halt einfach viel zu oft irgendwas Schlechtes drin. Der ist ja cool. Ihr seht ja richtig cool aus. Ach, warte, da kenne ich Epic Fall. Ich kenne das vielleicht doch. Diese Kreaturen habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Okay. Wie ist doch immer. Oh, nee. Komm schon. Noch stärker werden. Pow. Einmal noch getroffen werden und wir sind tot. Komm, wir kriegen sogar noch ein Angel-Dings, was uns aber nichts bringt, außer vielleicht diese blauen. Boah, der ganze Raum wackelt, wenn man was tötet. So. Vielleicht gibt der uns ja ein Item. Fände ich ganz schön. So, gibst du uns vielleicht Godhead?
Die aber ein Schlüssel. Naja. Sind wir wieder in unserer Kathedrale? Oh nein, wir sind ein Typ aus Epic Battle Fantasy in einer The Legend of Zelda Karte. Oh nein, was sollen wir jetzt nur machen? Ho ho ho. La 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 la. Okay. Ein Herzchen wäre schön, danke. Health Up ist auch okay, auch wenn wir gar nicht so viele Leben haben. Dass wir irgendwie Health Up benutzen könnten. Nope, nope, alles meins. Kriegst du gar nichts. Auch wenn du eine süße kleine Katze bist oder was auch immer du darstellen sollst. Aber ich brauche die Herzen jetzt erstmal. Tut mir leid. Hallo Trollbombe. Na, oh, du verdammtes Kätzchen. Nimmt es mir einfach meine ganzen Herzchen weg. Sehr schön. Meine Herzchen. Ach gut, dass wir Little Chat haben. Oder Chat, Little Chat. Little Chat heißt der. Denn der gibt uns ja auch ab und zu immer mal ein halbes rotes Herz. Oh, ich habe den gar nicht gesehen. Und die brauchen wir gerade dringend. Jetzt sogar noch dringender. Speed up, okay. Ist mit dem Messer nicht ganz so geil. Aber ist okay. Solange wir nicht zu schnell werden, ist das alles gut. So, Devil nochmal. Oh ja. Setz dich einfach mal ein. Keine Lust auf den. Oh, keine Lust auf die. Oh Gott. Nimm die Bombe. Nimm die Bombe. Und lass mich in Ruhe. Nein, wenn wir sterben sollten, dann werden wir auf jeden Fall noch einmal wieder geboren. Also so schlimm wäre das nicht. Aber ich glaube nur mit 3 Leben. So wie das Blue Baby. Wir werden auf jeden Fall das Blue Baby wiedergeboren. Und dann sind wir nicht mehr Matt. Oh nein. Oh nee. Full Health? Nö. Naja, immerhin noch ein paar Herzen. Da ist ja noch ein blauer Stein. Ja, mit 3 Leben Isaac sollte machbar sein. Warte, wenn wir einmal getroffen werden, dann sollten wir es auch sogar ein Schutzschild bekommen, oder? Ich will es nicht ausprobieren. So. Ah, sollten wir auch so hinbekommen. Ja. Okay. Curse of the Blind, ja super cool. Hey, wollen wir den Schlüssel her? Achso, stimmt, wir haben ja 2 Schlüsselteile geholt. Moms Contacts, okay. Telepathie für Dummies, Celtic Gross, Spider-Bot. So, so. Na gut, dann mal ab die Ebene erkunden. Und der Effekt ist chillig. Oh ja. Oh. Okay, Mom's Contact ist ja richtig nice. Gut. Gott. Okay, wir kriegen auf jeden Fall ein Schutzschild. Ob das jetzt durch das Polaroid gekommen ist oder nicht, weiß ich nicht. Meins. So. Bitte dich wehtun. Bitte nicht, ich brauche meine Leben noch. Gut. Ich steche Scheiße auf. Das habe ich in meinem Leben erreicht. Scheiße aufspießen. Yay. Das ist mein Lebenswerk. Das ist, was ich gut kann.
Scheiße, aufspießen. Ah, nee. Schutzschild. Schutzschild for the win. Schutzschild for the win. Ganz viel Geld, was wir nicht brauchen. Yay. Okay. Gut, hätte ich gleich einsetzen müssen. Die sterben recht schnell. Oh, ich dachte, das wäre ein über OP-er Raum, wo ich das irgendwie bräuchte. Verdammt. Aber scheinbar nicht, nein. Meins, 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 meins. Ach, geh weg, du. Nimm mir nicht meine Sachen weg. Ich hätte ehrlich gesagt gerne jetzt mal ein paar Items. Oh. Achso, gut, dass wir die Maske haben. Sonst wären wir jetzt getroffen worden. So, wieder nur Geld. Wer braucht denn Geld, Mann? Wir brauchen Items, ganz viele Items. Oh Gott. Gute. Ah, war so klar. Aber immer ein Item und ein blaues Herz. Jamhard, okay. Ja, komm, wir nehmen das Jamhard mit. Können wir uns noch ein paar Leben heilen? Oh nein. Gut. Gut, wenn die diesen Freeze-Effekt haben, dann ist das sogar okay. Gut. Wie schnell laden wir das jetzt auf? Oha. Okay, auf jeden Fall schneller. Hui. Nehmen wir Krebs mit. Krebs ist immer cool. Jeder will Krebs haben. So. Oder nicht? Wer will denn keinen Krebs? Würde ich nicht verstehen. Leute, die keinen Krebs haben wollen, verstehe ich nicht. Okay, na, wer will kämpfen? Du willst kämpfen? Okay, komm her. Ihr wollt auch kämpfen, oder wie? Los, kommt alle her. Ich besiege euch ja doch. Oh. Ja, egal. King Boo, du darfst mich treffen. Wir sind ja Freunde. Taschen. Stimmt, wir haben ja sogar diese eine Batterie, das... Nee, wir haben Mitre. Wenn wir getroffen werden, dann füllt sich unser Space-Item auf. Das ist ja auch cool. Will ich den ganzen Weg zurücklaufen? Nee, lieber nicht. Na gut, dann geht da rein. Ja, das war die Mod. Und die Challenges sollen anders sein. Ja, die heißen auf jeden Fall auch anders. 666, 777. Oh nein, 666. Cool, dann können wir da die nächsten Male mal reinschauen. Kann man bei den Challenges auch... Warte. Wir schauen mal kurz in die erste rein. Kann man in den Challenges Sachen freischalten? Nee. Oh Gott, was? Okay, das sieht schon mal nicht so schön aus. Was haben wir hier? What the fuck, Boom? Schon wieder blind. So, 99 Bomben. 99 Bomben, also. Okay. Was hört sich denn sonst noch cooler? You are... Ich kann es nicht lesen, das ist durchgestrichen. Okay, wenigstens kann man hier angreifen. Ach, you are error, oder was? Okay. Das wollte ich nicht. Challenges, welche klingt denn cool? 666, da gucken wir nochmal kurz rein. Oh, das sieht witzig aus. Hä? Okay, wir haben kein Gesicht. Und wo kommt dieser Schild her? Was? Sobald man voll aufgeladen hat, kommt dieser Schild. Was macht dieser Schild? Okay, das ist ja mega stark.
Okay, komm, machen wir noch kurz. Boah, achso, wir sind Gabi. Und wir haben richtig viele schwarze Herzen und alles. Und ein Little Bit. Okay, wir gucken mal, was wir. Yo! Okay. Warum nicht? Go, go. Und wir haben wieder diese Katze. Die Katze haben wir irgendwie immer. Wir können fliegen und alles. Okay, komm, wir waschen jetzt einfach ganz schnell durch. Ich meine, wenn wir Brimston in der ersten Ebene gleich haben, dann können wir. Was ist dieser Schutzschild um uns rum? Oder dieses gelbe Zeug halt, das kommt, wenn ich den Brimston voll aufgeladen habe. Alter. Hi. Und wir sind halt Gabi, das heißt, wir produzieren auch die ganze Zeit Fliegen. Ist ja mega stark. Okay, einfach nur sau OP. Tornfoto, okay. Aber wenn wir jetzt neue Items finden sollten, dann bringen die uns leider nichts. Aber egal, wir sind richtig stark. Wir können einfach durch jeden Raum durchwaschen. Pum. Und wir haben theoretisch haben wir sogar noch den Nagel, der uns noch ein bisschen stärker macht. Okay, ja, ist witzig. Aber der Boss. Komm, wir machen jetzt einfach mal ein One, wo wir einfach so schnell wie möglich durchgehen. Einfach nur so schnell, wie es geht. Gabi's Paw? Haben wir die nicht schon? Mal gucken, wie lange wir brauchen für alles insgesamt. So, uns ist jetzt alles egal, wir machen nur die Bosse. Das heißt, wir laufen einfach ganz schnell zum Boss. Und sind dann happy. Und eventuell verlieren wir nicht mal ein Leben. Kann es sein, dass dieser Schild uns shieldet, wenn wir das ganz aufgeladen haben, dass wir dann gar keine Leben verlieren können? So, nehmen wir lieber das mit, das finde ich besser. Ja, gut, kriegen wir halt noch den Holy Mantle, warum nicht? Sehr schön. Aber vielleicht kriegen wir wenigstens den Gotthard mal zu Gesicht, damit wir wissen, wie er aussieht. So, alles egal, wir brauchen gar nichts. Ja gut, Schlüssel nehme ich nochmal mit für die Chest. Damit wir da nicht ohne Schlüssel dastehen. Auch wenn wir die nicht wirklich bräuchten. Aber ist ja egal, ich nehme trotzdem lieber Schlüssel mit. Man geht einfach in den Raum rein, tötet alles und geht wieder raus. So sollte das immer sein. Aber nee, dann wird das irgendwann langweilig werden. Ich frage mich aber trotzdem, was dieser gelbe Kreis um uns rum ist. Wenn einer von euch das weiß, dann schreibt es mal. Also wenn ihr eine Vermutung habt zumindest. Oder wenn ihr es wisst, dann ist es natürlich noch besser. So, Angel Tree vielleicht? Yep. Bringt uns nix. Waste Disponal Plan. Okay, die hatten wir letztes Mal zum Beispiel noch nicht, dass die ganze Ebene so aussieht. Haben wir sogar noch was Neues entdeckt. Gut, wir können Schaden bekommen, selbst wenn das aufgeladen ist. Aber wir haben den Holy Mantle, deswegen haben wir eben keine Leben verloren. So, eine Karte wäre nicht schlecht. Aber dafür müssen wir in den Shop gehen. Und ich habe keine Lust, in den Shop zu gehen, weil die müssen wir erstmal suchen. Na, Cage, alles gut bei dir. Hey, was macht das? Das bringt ja gar nichts.
Na gut. Keine Ahnung, was das Ding da eben gemacht hat. Das ist auf jeden Fall dieses R irgendwas. Und man kann das gedrückt halten und dann geht das immer weiter runter, aber ich habe keine Ahnung, was es bringt. So. Aber immerhin weiß ich, dass es existiert. So, wie lange brauchen wir bisher? 5 Minuten? Okay. Gut, in 5 Minuten Mom besiegt. Oh, die Schaufel sieht auch anders aus. Need to go deeper. Das ist eine richtige Schaufel. Warte, dann können wir das sogar noch ein bisschen abkürzen. Komm, den nehmen wir mit. Jetzt sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs. So, hier... Blaue Fliege, Unicorn. Capricorn meinte ich natürlich. Nehmen wir mit. Hier geht das nicht mehr. Doch, hier geht das auch. Gut, bye bye. Müssen wir nicht machen. Haben noch unser Capricorn bekommen, weil das mein Sternzeichen ist. Und jetzt sind wir sogar im Utero. Oh nein. Egal, machen wir kurz den Utero. Kurz den Teufel besiegen. Ah ne, im Utero. Ah, wir sind ja gar nicht in Shiul. Wir sind Utero, ja. Ist ja alles richtig. So. Vor allem, wir haben ja Mom auch besiegt. Also ist das eigentlich... Voll Wurst hier. So. Die ganzen Begleiter sind auch sau heftig. So. Okay, die Schaufel ist fertig. Setzen wir ein. Nein! Und es kommt nicht mal so ein, dass wir nach unten gehen können. Ich glaube das ja jetzt nicht. Mann, ich wollte eine Etage weiter runter und nicht in diesen blöden Schwarzmarkt. Ja, doch, also die Challenge konnte man noch locker ranhängen. Challenge wollen. Ist keine Challenge. Ist einfach nur in den Raum reingehen, alles töten und wieder rausgehen. So habe ich das gern. So, eigentlich müssen wir hier nicht mal weitermachen. Oder doch, warte, wir sind in... Doch, wir sind in Raum 2. Gut, dann müssen wir das anscheinend doch... Weil ich will jetzt zu Isaac, ich will einen regulären One, so schnell wie möglich, also ist, der ist nicht mal regulär, aber halt bis zum letzten Boss. Wir können sogar den Megasatan nochmal besiegen, ja komm, besiegen wir einfach nochmal den Megasatan. Cool, da können wir vielleicht auch mal gucken, ob der vielleicht auch anders aussieht in dieser Mod. Genau, nur deswegen habe ich auch diese Challenge überhaupt gemacht, damit ihr seht, ob der Megasatan anders aussieht. Würde mich, ehrlich gesagt, wundern, wenn nicht. Wie, man kann nur runter. Ach, wie öde ist das denn? Dann wollte ich zu Isaac gehen und dann darf ich nur in den Sheol. Okay, scheinbar will dieser Challenge, dass wir zum Teufel gehen. Das ist aber blöd, weil wir haben ja das Positiv... Das heißt nicht positiv. Wie heißt das? Polaroid. Das Polaroid haben wir mitgenommen. Toll. Können wir es trotzdem einsetzen? Nee, geht nicht. Dann kommen wir nicht in die Chest rein. Wie öde. Ich wollte doch gegen den Megasatan kämpfen. Aber du, ey. Und da darf ich das nicht. Dann habe ich schon beide Schlüssel und darf nicht gegen den Megasatan kämpfen. Toll.
gut, dann halt nur gegen den normalen. Sieht der wenigstens? Ne, auch nicht. Seine Statue sieht anders aus, aber er selber nicht. Hier hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich... Dann hätte ich natürlich das Negativ mitgenommen. Yay, wir haben die Challenge geschafft, Leute. Wir haben die OP-ste Challenge ever geschafft. Wie heißt die denn eigentlich? Damage... Was? Okmonie? Angel. Dämonie. Dämonie Angelie. Angelie. Ah. Dämonisch und Englisch. Englisch. Ah, da wären wir dann... Okay, was auch immer. Das ist wahrscheinlich der Dämonenweg und da bei 777 wären wir zu dem Blue Baby gegangen. Okay. Bedanke mich aber trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute, für dieses Mal. Hoffe, der Part hat euch gefallen. Und der Mod auch. Ich werde den Mod in die Beschreibung packen, falls ihr den auch spielen wollt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss.